So, hier können wir also jetzt irgendetwas machen. Und... Was für ein kranker Shit ist. Dann können wir mit der Pinzette vielleicht hier irgendwie... Nee. Feuerzeug, vielleicht müssten wir den Kopf abschneiden. Das klingt jetzt sehr drastisch. Vielleicht sollten wir hier die Nähte öffnen. Weißt du, dass da so ein Messer, Schere, sonstiges gibt? Hier, vielleicht finden wir ein Skalpell oder irgendeinen Schmunz. Okay. So, wir hätten jetzt den Tresorschlüssel, wir haben den Fleckenentferner, eine Pinzette, ein Sternmedaillon, ein Feuerzeug und einen Bleistift. Und ja, es ist jetzt vielleicht nicht verwunderlich, aber es liegt ein kleines Zeitfenster zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Auch wenn Benny das jetzt vielleicht frech zusammengeschnitten hat, müssen wir kurz überlegen, wo konnten wir jetzt nochmal das Sternsymbol einsetzen? Benny, hast du eine Ahnung? Oh, nee. Aber hatten wir das am Brunnen? War da was gewesen? Irgendwo? Na, beim Brunnen hatten wir die Taschenlampe. Genau. Ah, hier. Pinzette. Pinzette. Mit der Pinzette. Was ist das? Ein Ring ist das. Wir haben einen Ring gefunden. Was ist das hier für ein Klumpatsch hier? So, die Taschenlampe ist jetzt tot. Nutzlos. Solange ich keine neuen Batterien finde. Wir brauchen also neue Batterien. Das ist ja super. Mom! Das macht keinen Sinn. Ja, hier kommen wir erstmal noch nicht weiter. Warte mal. War das hier, Benny? Kann das sein? Was denn? Das mit dem Sternsymbol. Ach, mit der... dass es in einer anderen Tür da ist, meinst du, wo wir was einsetzen mussten? War das mit den... War das da? Es gab ich gehe jetzt mal rein. Vielleicht am Staubsauger? Nee. Ach ja, okay. Hier musste mal. Aber hier fahren wir jetzt natürlich auch Feuerzeug. Ja, meinst du? Feuerzeug ist ein bisschen heftig, oder? Ich gehe davon aus, dass wir hier. Würde nicht helfen. Das würde tagelang dauern. Tja. Ja, aber hier steht ja irgendwie. Entfrosten. Genau. Aber. Jetzt das hier mit dem Feuerzeug, das ist auch... Ja, oder haben wir was ist die Sprühflasche? Ein Fleckenentferner. Warte mal, da hatten wir doch hier, ne? Das war doch... Wie kommen wir denn hier weg hier? Hier hatten wir doch... Momente mal. Ein menschlicher Zahn. Was sollen wir denn damit? Ein menschlicher Zahn, Benny. Wir haben einen menschlichen Zahn gefunden. Das ist wirklich... Das ist ekelhaft. Draußen konnte man nichts mehr machen. Genau, hier konnte man noch die Kissen hin und her wälzen. Ja. Wir sind jetzt quasi hier, genau. Dann gehen wir mal hier kurz hin. Und verdammte Axt, das ist doch wirklich nicht wahr irgendwie. So, hier brauchten wir ein bisschen Öl, ne? Jetzt ist auch der Fleckenentferner weg. Möchte ich nicht beschädigen, okay. Gehen wir nochmal kurz zurück. Die Griffe fehlen. Und links ist eine Tür, die hat nämlich auch geblinkt, genau. Oh, Benny, du alter Fuchs, du hast natürlich intuitiv wieder gefunden, das Ding. So. Turn around. Hä? Was nun? Ach so, wie? Nee, oder? Oh, wir haben den Kerzenraum gefunden. Oh, hier ist ein Messer. Werfen wir mal einen Blick hier hin. Hey. Soll ich das mal rausziehen, Benny? Zieh das mal raus. Sie versteht mich. Sie wird mir helfen, Rache zu nehmen. Bevor ich sie fand, war ich so allein. Tja. Hoppala. Was denn? Entschuldigung, bitte. Was hat das zu bedeuten? Heather, es tut mir wirklich leid, dass du das alles alleine durchstehen musstest. Ja, ist immer so eine Sache, wa? Bei Zwillingen steckt so fest darin, dass es sich kein Millimeter bewegen lässt. Schade, denn es ist ein wirklich schöner Dolch. Tja. Wie kriegen wir das denn? Ja, ich überlege auch gerade, wie wir das da irgendwas ablegen müssen. Also müssen wir die Symbole irgendwie befüttern? Wer kennt's denn nicht, ja? In solchen mystischen Schriften. Der Kamm. Ach, großartig, großartig. Oh, hier haben wir vielleicht... Ja, lass uns doch ein paar Messer nehmen vielleicht. Oh, hier ist ein Schlüssel, Benny. Oh. An einigen Messern hängt ein Schlüssel. Ach so, mehrere Schlüssel so, ja. Ich
Sie muss ja stimmt. Echt jetzt? Sie muss die Messer. Ja, dann. Okay. Zieh die doch raus? Ja, ja, ich kann die Messer nicht herausziehen. Achso, ich kann die Messer nicht herausziehen, okay. Aber warum? Wieso? Müssen wir erst hier irgend so ein bizarres Ritual machen irgendwie, damit sich die Messer wie die Geisterhand selbst aus der Wand ziehen? So, hier haben wir, können wir hier noch irgendwas machen? Jawohl. Jawollo. Okay. Jawollo, oh, was ist das? Was ist das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein, oh, nicht ehrlich gesagt, ein Kleeblatt-Emblem. Können wir vielleicht die anderen auch noch anzünden? Bringt der tot? Nee. Das Ding war dadurch, dass man damit auch ja nicht interagieren konnte mit der Kerze, war das jetzt eigentlich wirklich nur ein totaler Glücksgriff gerade. Der Vorhang geht auf jeden Fall noch. Ah, was ist das? Ein Dosenöffner. Ein Dosenöffner gefunden, Benni. Ein Dosenöffner. What can we do with the Dosenöffner? What can we do with the Dosenöffner? Können wir damit das Eis abwickeln? Das wäre aber wär Quatsch. Nee, es würde ja keinen Sinn machen. Haben wir denn hier, Bizarre-Tour, fehlt noch etwas. Das haben wir auch nicht, wa? Nee, der Arm, da fehlt ja diese Verlängerung noch. Das ja, stimmt. Teil von der Unterarm. Okay, ein Blick auf die Karte wird uns vielleicht etwas weiterhelfen. Wir können ja mal einen Blick ins Wohnzimmer nochmal werfen, wa? Ja. Okay, die Uhr blinkt. Oh, ah! Oh! Oh! Warte mal, bevor ich das mache. Ja. Schnapp ich mir mal den. Eins von sieben. Ah. Und ich hab eine Hake gefunden. Was, was zur Hölle? Was soll man denn damit? Gartenarbeit. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ja, dafür brauchen wir jetzt eine Harke. Leute, habt ihr Ahnung, wofür wir jetzt eine Harke brauchen? Haut's in die Kommentare, bitte. Ja. Machen wir mal den ersten Stock hoch. Hier war ja der Safe, ne? Der ist noch zu. Ach, da hast du aber den Tresorschlüssel bekommen. Dafür haben wir den Tresorschlüssel. Oh, der zweite. Und eine Notiz, oder? Und eine Notiz. Er lädt. Er lädt. Auf der fehlenden Seite stand etwas geschrieben. Ich kann die Umrisse noch erkennen. Wenn ich einen Bleistift hätte, den wir haben, dann könnte ich es wieder sichtbar machen. Das ist ja großartig. Das machen wir doch. Boah, echt. Warte mal. Warte mal. Ja? Warte mal. Nein. Ah, nein. Mach mal nicht. So, was ist denn das? Ach so. Ach, guck mal, das ist die Figur auf der Schatulle gewesen, war das gerade. Müssen wir die in diese Position bringen? Wahrscheinlich. Okay. Hier gibt es im Moment nichts zu tun. Okay, Küche könnten wir. Wir könnten nochmal in das Bett mit der Dame. Hier in den Opferraum können wir. Und guck mal, hier jetzt. Kannst du mit dem, ja, ganz blöde Idee, mit dem Flaschenöffner die Puppe da mit dem Kopf und so abtrennen? Oh. Also, ist zwar blöd, aber. Ist ja mal ein fieser Vorschlag. Oh. Wo willst du denn da überhaupt hin? Oh, wie die 40, hör mal! Na, hör mal! Anti-Rost-Spray! Guck das mal! Anti-Rost-Spray. Aber wir probieren das mal. Also, nimm also den Dosenöffner, ja, das ist dein Vorschlag. Und du trennst quasi hier. Das verwundert mich nicht. Das verwundert mich jetzt nicht. Setz ihm doch einfach noch einen Zahn zusätzlich ins Gebiss ein. Ich glaube, das ist eine Sie. Denn setz ihr noch einen Zahn ein. Hier. Achso, ein Ring. Oh, schön. Okay, also dann würde ich mal sagen, dann, wir waren, wo war das jetzt hier mit dem Rost? Wo zur Hölle war das mit dem Rost? So, oh, was war denn hier? Oh, echt jetzt? Nein, lass mich raten. Hierfür hat jetzt die Hake gebraucht. Oh, oh nein. Alles dann ist die mega geile Wimmelbildlogik. So, du kannst das glaube ich nicht einfach so wegmachen mit der Hände. Nein. Ach, guck mal. Der Puppekinnarm hier. Der Puppekinnarm. Dafür brauchst du die Harke. Das ist einfach, das ist großartig. Aber irgendwie mag ich das doch an Wimmelbildern. Weil das halt einfach
so ein Hauch lächerlich hoch ist. So, okay. Hallo, hallo, Ibims. So, so muss er aussehen. Ja. Okay. So muss sie aussehen. Dann machen wir das mal. Oh Gott. Hallo? So, ist das der richtige Winkel? Ja, sieht gut aus. Würde sagen, ja, wa? Sieht eigentlich ganz gut aus. Nee. Na, die Handfläche musst du noch einmal drehen. Sehe ich gerade, die zeigt nach unten. Die Handfläche muss wieder nach runter. So. Das sieht gut aus. Und? Hand noch einmal wegknicken. Oder? Nee. Total falsch. Mir denn aber gedacht hier. So, es ist eine Sonnenbrille. Okay, nehmen wir mit. Daran erinnere ich mich. Heather mochte sie sehr gern. Ich schätze mal die Musik der Hässchenpuppe aufsetzen. Hm. Das würde ich jetzt mal so tippen. Weil die so wunderschöne Augen hat. Pass auf, wir probieren das mal. Nee, schade, nee. Wirklich. Ist einfach ein bisschen hübsch machen, ne? So, wir können aber auch hier nicht wirklich mit irgendwas interagieren. Ne, nee, wir haben auch, glaube ich, kein Ausrufezeichen mehr da gehabt. Nee? Ich glaube, das Ausrufezeichen war mit dem WD-40 weg. Okay, so. Wir da gehen mal hier. Genau, das ist wahrscheinlich das WD-40. Nee. Spritzekin? Man Spritzekin Ölruf hier, hör mal. Antirost. Ah, wenn es mal so einfach wäre. Wenn es doch mal immer so einfach wäre. Oh, was haben wir hier? What is this? Eine Gebrauchsanweisung. Na bitte. Was? Und wofür? Ja, das ist eine gute Frage, Benny. Das ist eine gute Frage. Nichts Interessantes. Ja, das war auch schon, als die Gebrauchsanweisung da drin lag. So, okay. Küche wäre noch eine Option. Haben wir denn hier irgendwo eine Dose gefunden oder irgendwas? Irgendwas, womit wir eventuell... Hoffentlich stehen... Ja. Lass also mal. Faust. Ah, ja! Was war das jetzt? Plastikbeutel. Plastikbeutel in so einer Dose. Was? Was? Ja. Ich nehm's einfach mal hin. Also, ich komme mir auch total deppert gerade vor hier irgendwie. So, mit der Plastikdose, Quatsch, mit der Plastiktüte können wir anscheinend durch hier oben irgendwas machen. Oh nein. Hier, können wir hier irgendwas. Oh, eine Spinne. Weil, sieht so aus, als hätte man hier eine blutüberschüttete Körper lang gezogen. Wie schrecklich. Ja, das ist nicht schön. Soll ich jetzt hier mal? Ah! Wir haben eine Haarsträhne. Wir haben eine Haarsträhne. Und? Nee? Okay. Nee, macht sie nicht. Ich dachte, kannst du so ein bisschen hübsch machen, aber. Wollt sie nicht. Okay, das haben wir. Im Opferraum können wir noch was machen? Die Haarsträhne. Zum Kamm. Alter Fuchs, du Benni, du alter Fuchs. So, warte mal. Zahn, Mund. Und Ringhand. Chickidibing. Ja. Chickidibum. Sehr schön. Und die Gebrauchsanweisung für das Herz. Ja, okay, gut. Also uns fehlt noch irgendwas fürs Herz. Fürs Herz. Vielleicht kannst du denn nur hier sein. Im Bad. Hier gibt es im Moment nichts zu tun. Was haben wir denn noch für Utensilien dabei? Na, wir haben eine Gebrauchsanweisung und ein Feuerzeug. Ah, Gebrauchsanweisung für den Föhn. Guck mal, da ist der Föhn abgebildet und wir haben den Föhn in der Wanne gefunden. Ja, genau, Benni, genau. Den Föhn habe ich ja schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Definitiv kaputt. Ja, dann... Na bitte. Okay. Dann wollen wir nochmal.
Wie können wir denn hier weiter zappen? So, der steht hier. Na, bist du? Ach, du musst da die Sicherung dann einfügen. So. So. So ist mir schön. So ist mir schön. Das ist in Ordnung. Das sieht auch alles soweit in Ordnung aus. Hier fehlt noch ein Teil, wa? Kann ja, das rote Ding. Ja, genau. Dann hast du noch zwei Widerstände hier rimbappen. Genau. Was? Ja, genau. Na, da wird er doch wieder wach in mir, der kleine Feinmechatroniker. Jetzt bin ich gespannt. Ah, welcher kommt wohin? Kannst du das auf Anhieb lösen? Klar. Hör mal. Ich bin auch Kinderwart vor hier, hör mal. So, hier ist noch. Ja. Ach du, ja. Ne, Kinder? Don't try this at home. Mit dem Föhn musst du jetzt wieder zur Puppe, weil du musst du föhnen. Oh, meinst du nicht wirklich, oder? Ich hab keine Ahnung. Ach! Verrückte Idee. Benni, so, warte mal. Steckdose. Entrosten, bitte. Entfrosten, meine ich. Nicht entrosten. Aber einmal entrosten, bitte. Mit WD-40 entrosten. So, wir haben einen Eimer. Mit dem können wir zum Brunnen. Den nehmen wir für den Brunnen. Das hast du absolut richtig erkannt, Benni. So, einmal Brunnen. Seil. Hau das Ding drin. Und was haben wir hier? Ein Herz. Und das Herz ist für das Herz. Wer hätte es gedacht? So, jetzt fliegen bestimmt gleich lauter Messer durch den Raum. Oh, wo sind sie hin? Oh. 8 Schlüssel finden. Okay, dann suchen wir mal die 8 Schlüssel. Ich wühle gerne in so einem Haufen Messer rum. Das ist so ein kleines Hobby von mir. Dies könnte nützlich sein, ein Schlüsselbund. Ich würde lieber ein paar Messer mitnehmen. So, jetzt. Oh, warte mal, hier ist noch was. Wie kann das sein, dass die Kerze immer noch brennen? Ja, das ist doch. Ja, das. Das findest du am befremdlichsten hier? Okay. The floor. Oh, ah, okay. Da, wo schon so schön an der Klinke rumgerüttelt wird. Zack, zack. Ach, jetzt wirklich, ja. Jeder Baum einzeln. Das ist mein Spannungsbogen ein bisschen erhöht hier. So. Hoppala. So, liebe Freunde, bevor wir jetzt diese Tür öffnen, ja, würde ich von euch gerne in den Kommentaren lesen, was uns jetzt hinter dieser Tür erwarten würde. Ist es A, die Garage, in der Heather, unsere verschollene, vielleicht die grenzdebile Schwester auf uns wartet? Oder? Ist es das Sexzimmer? Oh. Der Familie hier. Nein, natürlich nicht. Vielleicht ist es. Keine Ahnung. Eine Speisekomma? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir öffnen die Tür. Es ist der Zugang zum Keller. Es ist der scheiß Zugang zum Keller. Also doch der Sexraum. Oh. Oh Gott. Oh, aber sieht schon cool aus eigentlich, wa? Also so prinzipiell.